Herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 13 vor dem Spiel gegen Manchester United. Und wir werden die Taktik dann doch mal ein bisschen ändern. Wir gehen vom Pressing ein bisschen runter gegen United. Auch die Abwehrreihe stellen wir deutlich tiefer. Abseitsfalle nehmen wir raus. Das muss nicht sein, Spielmacher. Bleibt Moutinho, das ist okay. Passspiel gehen wir mal runter auf 50% und Passspiel stellen wir auf 30%, ein bisschen was ändern, damit es gegen United funktioniert, weil sie ja doch ein bisschen stärker sind. Da müssen wir ein bisschen anders agieren, als wir das sonst tun. Wir werden auch gleich nochmal mit den Spielern quatschen. Das ist dringend notwendig, wie wir hier sehen. Carvalho muss körperlich stärker werden. Also körperlich stark ist er nicht, dass er das vernachlässigen kann, wie er meint. Ganso macht das Krafttraining. Fred muss es auch machen. Genau, macht er auch. Wie sieht man, Mirin muss Kopfballtraining machen. Das macht er, verspricht er zumindest. Inigo Martinez braucht das Gefühl, ein Teil des Teams zu sein. Clément Grenier. Geht's gut, sagt er. Abidal hat gut trainiert, das ist ein ganz wichtiges Gespräch, das wir da führen können. Pogba, was hat er für Ziele? Möchte Meter schießen, Ziele herunterschrauben, sehr gut. Kondogbia, frage ich auch mal, wie es ihm geht. Ihm geht's gut, sagt er. Korsia, möchte fair bezahlt werden. Naja, da kann man nicht sagen, er soll seine Ziele herunterschrauben. Muss körperlich stärker werden und wir können keine Gespräche mehr führen, sind immer noch minus 3. Warum? Ja, wegen Subasic verlieren wir schon allein 50 Punkte. Konkurrenzkampf ist extrem, so starke Spieler haben wir nur auch wieder nicht. Minus 15 Punkte. Verschiedene Grundeinstellungen, na gut, das ja. Carrasco muss weg. Transferstatus auf Transferliste zum Verkauf. Der zieht hier alles runter mit seinem Trainiert ungern. Es war ein Riesentalent, aber wenn das so auf die Teamdynamik geht, ist das nicht gut. Und wir starten jetzt rein in die Partie gegen United im Textmodus. Wir sagen, wir geben unser Bestes, weil United ist ja dann doch nochmal eine andere Hausnummer als die anderen Clubs, die wir bisher so hatten. Und ich sag mal gleich von Anfang an, Pressing gehen gegen das Team von David Moyes. Und wir haben die erste Möglichkeit in der 15. Spielminute. Harmloser Freistoß von Grenier. Vidic erwischt den Ball mit dem Kopf. Eigentor von Nemanja Vidic. De Gea unhaltbar. Der Kopfball von Vidic für den AS Monaco. 1-0 Führung nach 5 Minuten. Geht doch gut los. Und jetzt United. Evra schießt Korsiane, holt so eine Ecke raus. Die bringt Neuzugang Claudio Marchisio. Und Lloris ist da. Ganz wichtig, Rooney schüttet nur den Kopf bei der Ecke. Die Führung gegen United, auch wenn sie glücklich war. Ein ganz wichtiger Treffer für die Moral. Und jetzt passiert hier erstmal 20 Minuten lang gar nichts. Ja, kann auch in der zweiten Halbzeit so gehen, dass gar nichts passiert. Ja, Halbzeit, 45 Minuten, hier gab es nicht viel zu lesen. Eine Ecke für United und ein Eigentor von Nemanja Vidic. Wir gehen gleich mal in die Halbzeitansprache. Lasst uns genauso weitermachen, mit United nicht zu Chancen kommen lassen. Wir motivieren mal die Jungs, die hier eine 4 haben. Wir loben Planü mit der 2. Ja, eine 2,0 ist jetzt nicht die überragende Wertung, allerdings doch schon sehr stark für einen 19-Jährigen gegen Manchester United. Wechsel. Ah, bisher nichts. Ich wechsle noch nicht. Ich lasse aber alle warm werden und wir haben die nächste Möglichkeit. Katastrophaler Fehlpass von Rio Ferdinand. Moutinho 25 Meter weit am Tor vorbei. Schade,
Über Hassel zieht er da ab, der Portugiese. Nächste Möglichkeit für uns, 50. Flache Reingabe von Penedo. De Gea kann diese abfangen, ehe hier ein größerer Schaden entstehen kann. Okay. Und nächste Möglichkeit für uns, 56. Varane nach einem Freistoß von Grenier. Unbedrängt hochscheiden, stellt De Gea aber vor keine Probleme. Der spanische Keeper verhindert hier Schlimmeres aus Sicht von United. Jetzt Rooney. Varane klärt zur Ecke. Sagen wir mal Konzentration. Die Ecke von Marquisio kommt rein. Van Persie Schubs im Zentrum. Freistoß für Monaco, für uns. Ganz wichtig. Und der erste Wechsel bei United. Der Blasser Rooney darf jetzt runter. Für ihn kommt Chicharito. Fellaini kommt für den blassen Claudio Marquisio, den wir ja wirklich bloß bei den beiden Ecken gesehen haben. Fletcher kommt für Rafinha rein. Der überraschend rechts Mittelfeld spielt, nicht Rechtsverteidiger. Und auch wir werden wechseln. Grenier kriegt die Pause. Falcao. Korsia muss durchlaufen. Carrasco oder Penetö. Penetö geht mal auf rechts rüber. Kondogbia kommt für Moutinho. Planu hat eine gute Note. Darf, ja, wir wechseln komplett. Jetzt habe ich komplett alle 7 gewechselt. Na, ist nicht so schlimm. 20 Minuten noch. Oder 21. Gegen United mit einer Einzelführung im Rückgang. Jetzt 7 Wechsel bei uns. Könnte ein gutes Spiel werden. Gegen Man United. Das würde zeigen, dass wir in der Champions League durchaus mithalten können. In der Saison, wo wir zum ersten Mal dran teilnehmen. Nach dem Wiederaufstieg. An den Erfolg von 2004 anknüpfen ist das Ziel, wo Monaco im Finale stand und dort aber eine 3-0-Niederlage gegen Mourinho und den FC Porto hinnehmen musste. Konterchance für Monaco. Giroud alleine vor De Gea schießt. Und De Gea ist mit den Fingerspitzen dran und hat ihn dann sicher. Glanzparade vom spanischen Keeper. Da muss Giroud mehr draus machen. Jetzt geht auch Van Persie. Richtig blass geblieben, genauso wie Rooney. Für ihn kommt Danny Welbeck. Ja, Monaco hat das Spiel jetzt im Griff, ohne weitere Torchancen herauszuspielen. Johnny Evans kommt jetzt noch für Patrice Evra. Phil Jones kommt für Rio Ferdinand, der junge Engländer. Und wir haben die nächste Möglichkeit, 77. Schöne Kombination, Fred zu Kondogbia, der weiter auf Penetö, der kommt zum Flanken. Evans hat aufgepasst und klärt zur Ecke. Und die bringt jetzt Korsia auf den Elfmeterpunkt, der Heia klebt. Nicht auf der Linie, stürmt er raus und schnappt sich das Leder. Also auch die Chance ist vertan. 10 Minuten noch, wir führen 1-0. Ja, bei Penetö ist zum Glück nicht so schlimm. Noch hat er aber nicht das Zeichen gegeben, dass er weitermachen kann. Nach einem Zweikampf mit Olivier Giroud rollt er bei uns aus. Fehlentscheidung vom Schiri, er gibt Phil Jones da gelb. Nach unsportlichem Verhalten, weil er beide Daumen nach oben gereckt hat, obwohl er mit der Entscheidung einverstanden war und das zeigen wollte. Inigo Martinez muss jetzt einen Fehler von Penetö ausbügeln, sieht gelb nach taktischem Foul gegen Welbeck. Und wir haben nochmal die Möglichkeit, 89. Pogba, Giroud, der ist einen Schritt zu spät und Raphael kann klären. Es sieht nach einem 1-0-Sieg aus, eine Minute noch Nachspielzeit. Und das Spiel ist aus. Das Spiel ist vorbei, wir gewinnen 1-0 gegen United durch ein schönes Tor von Nemanja Vidic, der uns hier den 1-0-Sieg beschert. Ja, die Noten sind nicht so klasse, Easy Mandmiri mit einer 1-0, Fred mit einer 1-5 und Planu mit einer 1-5, das ist richtig gut. 61% Ballbesitz gegen United, nur 3 Chancen herausgespielt, United aber auch bloß eine. Was ein Spiel, was ein schlechtes Spiel eigentlich. Nicht gut anzusehen für die Zuschauer, aber es soll reichen. Jetzt haben wir hier einen Stürmer entdeckt, Cyril Pepio. Den nehmen wir natürlich mit. Ja, Saisoneröffnung, ein Punkt bei den Fans gewinnen wir nach der gewonnenen Meisterschale. Angebot für Inigo Martinez abgelehnt. Nur das können wir alles löschen. Und dann machen wir schnell eine Zwischenspeicherung hier. Der FM stürzt ja gerne mal ab, gerade nach der Saisoneröffnung. Und die Speicherung ist erfolgreich.
Dann gehen wir weiter im Text. Vor dem Spiel gegen Marseille im Trophäe des Champions. Im Stade de France in Paris vor 80.000 Zuschauern, Nationalstadion und wir sind mit dabei als Meister. Wie wichtig wäre das denn bitte? Da gleich mal den ersten Titel der Saison zu holen. Barcelona ist an Destruo dran. Das ist mies. Das ist mies. Den wollte ich gerne in der Jugend haben. Ja, wir machen das Angebot und er akzeptiert es auch. Steht ab jetzt im Kader. Wird sich aber mit einem Platz in der Reserve zufrieden geben müssen, auch wenn er ein Riesentalent ist. Der 17-jährige Benjamin Destruo kommt momentan an Kondogbia und Pogba nicht vorbei. Definitiv nicht. Ja, aber er kann Jesse P hier ersetzen. Dani Liri geht erstmal wieder auf die Rechtsverteidigerposition. Wir werden noch gleich mal... Ah, wir können ja nicht sprechen. Wir müssen die Woche abwarten. Besser gesagt noch einen Tag zum Montag hin. Und nächster Topwechsel. Mattia De Ciglio wechselt für 39,5 Millionen zu Arsenal. Alter Schwede. Wo nimmt Arsenal die Kohle denn, Mann, her? Tottenham holt sich einen neuen Keeper mit Rui Patricio für 18 Millionen, nachdem Lloris ja zu uns gekommen ist. Wo nehmen die... Alter... 39,5 Millionen für Mattia De Ciglio. So, Carvalho, Kondogbia und Varane gewinnen jetzt hier einen Punkt. Gerade bei Varane und Kondogbia freut es mich sehr. Carvalho holt einen Punkt raus, den er im Laufe der Saison wieder verlieren wird. Ja, und wir stehen schon vor dem Spiel gegen Olympique Marseille. Jean-Michel Aselage, der Trainer von Marseille, fordert also mich heraus. Den Pokal haben sie uns letzte Saison vor der Nase weggeschnappt. Nehmen Lucas Ocampos mit für Carrasco. Sponsoring, keine. Es gibt ein Sponsorenangebot. Na gut, 73.800 ist nicht allzu viel. Aber ist mehr als wir von Kamps zum Beispiel kriegen. Teamdynamik, wir müssen Gespräche führen. Moutinho's Mannschaftsführung ist klasse, er gewinnt einen Moralpunkt. James Rodriguez muss körperlich stärker werden. Falcao muss mehr Verantwortung übernehmen. Nimmt sich die Worte zu Herzen, er verspricht sich in Zukunft mehr in die Mannschaft einzubringen. Das ist sehr, sehr gut. Trezeguet hat gut trainiert, kriegt da ein Lob, genauso wie Lucas Ocampos. Beide gewinnen Moralpunkte. Subasic trainiert sensationell. Gewinnt 3 Moralpunkte. Planü trainiert sensationell. Gewinnt 3 Moralpunkte. Mit wem kann man noch sprechen? Carrasco gut trainiert. Gewinnt 5 Moralpunkte. Mangala gut trainiert. Gewinnt 5 Moralpunkte. Wie viele Gespräche haben wir jetzt noch? Das ist das letzte, okay, dann müssen wir mal mit Destruo reden. Ich sage herzlich willkommen, er gewinnt 5 Moralpunkte. Und wir sind bei der Teamdynamik wieder im positiven Bereich, das ist sehr, sehr gut. Destruo hat leider immer noch den gelben Moralpunkt. Den wird er aber noch los, der 17-Jährige, definitiv. Hier haben wir noch eine Nachricht, die wir beantworten müssen. Robert Clivit aus Wales. Ein kommender Nationalspieler, ein Riesentalent, sagt der Spielerberater. 89.600. Wir haben zwar kein Transferbudget, aber die können wir trotzdem verpflichten. Und da er ein Rechtsverteidiger ist, machen wir das auch. Corsia, 28 Millionen Angebot von Turin. Das lehnen wir ab. Corsia bleibt um jeden Preis bei uns. Antoine Griezmann wurde fertig gescoutet. 76 Fähigkeiten im Linksmittelfeld, Eingespieltheit minus 2. Das wäre dann... Ja, Moment, da müssen wir über die Grundstärke gehen. Moral denn noch plus 1, Form plus 1 wären 75.
Also auf 75 würde er kommen. Das geht eigentlich schon. 75 im Rechtsmittelfeld. Also genau das gleiche wie auch auf seiner Top-Position links außen. Allerdings haben wir weder das Geld noch die Position, um ihn momentan zu verpflichten. Da haben wir mit Nicola Penetou ja schon ein Megatalent auf dem Linksmittelfeld. So, das ist das Team, was gegen Marseille auch spielen wird, wobei ich überlege, Kondogbia reinzunehmen. Aufgrund der besseren Frische gegenüber Paul Pogba. Und der besseren Form. Und das machen wir auch. Und Korsia kriegt eine Gehaltserhöhung. Zweimal, dann müsste er jetzt bei 3 Millionen sein, genau. Das müsste eigentlich ausreichen, um hier das unfaire Gehalt. Der Carrasco, der soll eh gehen. Der soll sowieso gehen. Yannick Ferreira Carrasco, allein um das Transferbudget auszugleichen, wäre sein Abgang Gold wert. So, also das Team soll es richten gegen Marseille im Trophäe des Champions, allerdings in der nächsten Folge. Also, wir sehen uns. Euer DKJP. Bis dann.